Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und ich begrüße euch zurück an der Ostseeküste. Ja, wir müssen mal ein bisschen wieder hier vorwärts kommen. Ich war ja jetzt durch die ganze Diablo 4 Beta-Geschichte ziemlich eingespannt und hatte da nicht wirklich Nerv, mich hier, also ich habe mich nur ums Gröbste gekümmert. Tatsächlich haben meine Hühner auch aktuell nichts zu fressen mehr, aber es sind noch alle da. Ich habe auch gerade schon die Eier weggeräumt. Im Kuhstall sieht es noch gut aus. Da ist noch ein bisschen Nahrung da. Das müssen wir aber auch auffüllen. Sägewerk sollte, vermute ich mal, leer sein. Ja, Güter fehlen. Also das heißt, wenn da noch ein bisschen, ne, können wir da ran. Und ich gehe davon aus, dass die BGA, die muss eigentlich auch leer sein. Ne? Da kann man eigentlich auch nicht. Genau, alles Güter fehlen. Wir haben aber auch noch ein bisschen was auf der hohen Kante. Und wenn wir uns hier mal so kurz umschauen, dann sieht es jetzt so aus. Ich habe hier gemäht gehabt. Und hier ist jetzt Gras im Wachstum. Das hat es zurückgesetzt und das ist wirklich komplett leer. Ist schon ein bisschen witzig, ne? Aber ich habe es dann einfach, ja, es war dann so, ich konnte in die Beta rein, da habe ich das hier stehen lassen und so viel habe ich noch abgemäht. Ihr wisst ja, wie das läuft. Bin da relativ entspannt. Und ja, hinten auf dem Feld, das können wir uns auch noch anschauen. Da ist es aktuell so, dass die Steine eingesammelt sind. Das heißt, wir haben hier schon mal eine ganz gute Vorbereitung. Wir müssen aber das Feld kalken. Wir haben aber noch Zeit, denn das Zeug wird angesät im März. Im März gibt es Weizen. Das heißt, wir haben heute, bei mir ist gerade Montag, Dienstag, Mittwoch. Mittwoch ist sozusagen immer noch Stream. Im Januar, da werden wir vermutlich, denke ich, Bäume fällen. Wir werden so Graseinsammelgeschichten machen, vielleicht auch kalken und so. Wir machen heute eine kleine Zwischenfolge einfach. Das ist so mein kleines Anliegen. Das heißt, wir werden uns ein bisschen um die Tiere kümmern, so das Nötigste, und dann vielleicht schon mal so ein paar Überlegungen anstellen in Richtung Ballenpresse mit Lager. Das ist ja das, worauf ich Lust hatte. Da bin ich mir aber noch nicht sicher. Das kann ich euch noch nicht ganz versprechen. Aber wenn es so ist, dann habt ihr das mit Garantie im Thumbnail gesehen. Ansonsten, ja, kippt mal hier erstmal ein bisschen was an Kram rein. Machen wir ganz unproblematisch. Ich glaube auch, dass wir Hackschnitzel verkaufen müssen. Die liegen, glaube ich, auch vom Preis her am besten im Januar. Wobei, da hatte, glaube ich, auch Ewok Interesse dran. Ja, da muss ich mal mit ihm nochmal schnacken. Aber na, Januar ist ja auch, fällt auch in den Stream-Bereich rein. Das heißt, das könnte man da noch ganz gut mitmachen. Und da werden wir einfach schauen, wie das dann da klappt. So. Jetzt habe ich das Gülle-Lager hier stehen, aber eigentlich so richtig nutzen tue ich es nicht wirklich. Also da sind Gärreste drin, aber naja gut, besser man hat, als man hätte. Ne? So ist ja eigentlich immer der Spruch. Zack, einmal wieder ein bisschen Mist. Ja, und ich bin tatsächlich froh, dass es jetzt wieder ein bisschen entspannter wird und ich mich nach und nach wieder meinen anderen Projekten widmen kann. Denn ich hatte sehr, sehr viel Spaß jetzt im Beta-Wochenende. Wenn ihr Bock drauf habt, dann zieht euch das mal rein. Vor allem das Druiden-Video ist eigentlich ganz witzig geworden. Zumindest so die ersten paar Minuten fand ich sehr funny. Und ansonsten zumindest diese Klassenübersicht ist auch sehr, sehr spannend für jemanden, der ja sich ein bisschen für RPGs interessiert. Ne? Aber Das ist ja alles Geschmackssache. Ne? Ich weiß, es gibt einige, die haben zugeguckt, obwohl die überhaupt nichts mit der Thematik anfangen können. Das ist noch eine Kelle, ne? Eine halbe eigentlich. Ne? Ja, machen wir mal noch so 4000 da. Hm. Ja, ne? Zeit ist halt immer Geschmacksfrage. Und ich weiß ja auch, dass viele von euch tatsächlich ausschließlich den LS spielen. Zumindest habe ich so das Gefühl. Und einige sind, ticken halt so wie ich, die machen halt alle, die nehmen halt alles mal mit, ne? Und ja, genau, so ist das halt. Okay, Mist rüber. Ja, ich weiß halt noch nicht so richtig, wenn wir hier uns mit den Ballenwagen auseinandersetzen, dann müssen wir auf alle Fälle auch mal ein bisschen gucken, was wir an den Geräten hier noch brauchen und was nicht. Ja, also ich will schon irgendwie gucken, dass wir natürlich sinnlosen Kram dann irgendwie, oder dass wir uns sinnlosen Kram entledigen. War das richtig? Keine Ahnung, ist auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Und nur das behalten, was wir wirklich brauchen. Das mit der Halle steht ja auch immer noch irgendwie. Ich verspreche einfach nichts mehr. Das bringt eh alles nichts. Ich kann meine Versprechen eh nicht einhalten. Ne? Bevor er dann wieder über mich schimpft. Ich habe halt einfach an der Stelle kein Konzept. Das gebe ich auch zu.
Und einen Traktor habe ich auch nicht. Zumindest nicht hier. Wo steht der schon wieder rum? Moment, Moment, Moment. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wo ist mein Traktor? Habe ich... Ah, ich weiß, wo der ist. Der steht mitten auf dem Feld. Hier, zack. Den habe ich echt so stehen lassen wie Bämme hier. Da bin ich noch, ne? Seht ihr, bis hierhin habe ich abgemäht. Aber viel mehr gibt es nicht zum Mähen, denn selbst wenn ich jetzt, ne, das... Ich kann ja logischerweise nichts mähen, was nicht mähbar ist. Der ist sogar noch angefallen, ne? Ja, der mäht das halt nicht mehr ab, ne? Das ist halt logisch. Aber das macht auch nichts. So, und dann könnten wir uns ja mal ein bisschen Zeit nehmen heute, wenn wir schon ein bisschen im Dezember unterwegs sind und das Zeug hier putzen. Sozusagen. Hatte ich nicht. Doch, da ist ein Kärcher. Ich habe gerade überlegt. Ich glaube, ich hatte schon einen Kärcher stehen. So. Wisst ihr was? Ich glaube, ich hack's gerade, wenn ich das hier so sehe mit dem ganzen Kram und ich so oft darüber und ich auch über mich selber dann so schimpfe. Wir werden das umdrehen. Wir werden das nicht so machen, dass wir heute uns um die Ballenpressgeschichte kümmern, sondern wir kümmern uns darum, dass wir jetzt hier irgendwie was hinstellen, wo wir Geräte reinfixieren. Ich glaube, das ist wirklich mal wichtiger. Denn unterm Strich kommen wir ja mit dem Equipment, was wir haben, ja noch zurecht und wir müssen einfach mal schauen. Wir haben ja ein ganz gutes Kreditlimit mittlerweile. Was bedeutet, dass wir uns doch einiges wieder anschaffen können. Geräte können wir uns zur Not ja eh wieder leasen. Das ist auch kein Thema. Und ich glaube, so eine kleine Beauty-Folge, wo wir ein bisschen was schick machen, ist, denke ich, gar nicht mal so verkehrt. Also nicht nur die Geräte schick, sondern auch ein bisschen was vom Grundstück. Und dann müssen wir wahrscheinlich zuallererst mal da drüben die Geräte wegräumen. Heißt, ich stelle jetzt die Mähwerke trotzdem hier an den Hühnerstall. Bei dem Mähwerk bin ich mir tatsächlich auch nicht sicher, ob das irgendwie sinnvoll dann in der Halle wandern kann. Und da haben wir ja immer noch das Problem, dass sich das immer so doof an- und abbauen lässt in solchen... Obwohl, es geht schon. Es kommt immer drauf an, weil die Höhe ist halt das Entscheidende. Ne? Die Höhe ist immer das Entscheidende. Und ja, also... Einmal Gerätschaften bitte nach vorn. Wir können auch tatsächlich hinten, da wo jetzt Bäume sind und das neue Feld, uns ja auch noch Fläche abzwacken, wenn wir das denn wollten, und mehr Hallen und Co. zu stellen. Ne? Ich bin mir nämlich gar nicht so sicher, ob ich jetzt hier viel in dem Bereich haben will. Wir räumen trotzdem mal auf und dann planen wir. Denn Planung ist ja immer das Wichtigste an der ganzen Geschichte. So, dass wir gut mit den Sachen rankommen. Denn das hier sind ja alles Feldgeräte. Das heißt, das sind alles Sachen, die wir brauchen, um unsere Felder zu bearbeiten. Die brauchen wir demnach eigentlich gar nicht hiervon. Hiervon ist eigentlich so ein Punkt, ich könnte mir eher vorstellen, hier nochmal irgendwie einen kleinen Schafstall oder sowas hinzustellen. Das wäre, glaube ich, am ehesten noch eine coole Geschichte. Und dann... Weiß ich nicht. Also ich meine, wenn wir viel über diese Weiterverarbeitungsschiene machen, dann wäre es halt okay zu sagen, man stellt hier dann nochmal neben einem Schafstall einfach eine Spinnerei und dann eine Schneiderei. Aber da bin ich momentan noch sehr, sehr offen. Also das überlege ich mir dann echt noch. Da muss man jetzt gucken, wie das vom Platz her passt. So. Okay. So können wir das jetzt hier erstmal lassen. So, und dann bringen wir mal in diesen Modus. Ne, denn das hier ist ja echt viel verschwendetes Zeug. Also ganz viel verschwendeter Platz. Hier hinten auch die Ecke, da kann man eigentlich mal ein bisschen hochgehen noch. Ne, hier ploppt immer so das Wasser rein. Das gefällt mir eigentlich nicht. Zumindest bis hier. Und hier könnte man nochmal... Bäumchen stehen da ja schon. Also da brauchen wir eigentlich gar nicht so sehr viel. Vielleicht noch ein klein wenig Gras, was wir hier mit reinmachen. So, ein paar Blümchen. Okay, hier fehlt auch noch Gras. Ne? Hier dahinter ist gar nichts, was wirklich...
Da wäre so ein Punkt für noch so ein Bäumchen. So. Ich weiß, ich mache das am liebsten eigentlich, wenn früher ist oder so, wenn man ein bisschen was sieht. Ja, ich denke, so können wir das lassen. Wir müssen es auch nicht übertreiben. Ne? So, da ein kleiner Busch mit rein. Und damit wäre das, denke ich, diesmal ganz okay für diese Ecke. Hier ist ja eh, hier ist noch eine kleine Bodenwelle drin. Das sehe ich gerade. Heißt, schön wäre es, wenn wir das hier alles ein klein wenig noch glätten. Dann müssen wir bloß aufpassen, weil wir den Triggerpunkt da vorne haben. Hier will ich eigentlich gar nicht so niedrig reingehen. So. Das passt. Das passt auch hier. Und hier müssen wir, denke ich, gar nichts weitermachen. Das bisschen Pfütze, was hier rumsteht und so, das kann da so bleiben. Denn da fällt mir jetzt eh nichts ein, was man großartig hinstellen könnte. Also man könnte doch, man könnte hier auch ein kleines Stück Halle hinsetzen. Das würde hier auch vermutlich ganz gut reinpassen, ne? So für Kleingeräte. Also den Gabelstapler und so, das würde, glaube ich, gehen. Überlege gerade, ist das doof? Also wir müssten vorher das Grundstück dazu nochmal anglätten, ne? Und dann hätte man sozusagen hier... Aber was könnte da rein? Da kann eigentlich nur Gabelstapler rein, denn alles andere macht für mich keinen Sinn. Beziehungsweise würde ich nicht bis dahinter fahren. Und das ist die Frage, ob wir dafür jetzt 44.000 rausballern. Das können wir uns mal im Hinterkopf behalten, wenn das so werden sollte. Deswegen, ich werde jetzt hier keine Bäume hinpflanzen. Ich werde es hier mal bei Sträuchern belassen. Ja, sodass wir hier ein bisschen... So, genau, so denke ich, sieht das schon ganz ordentlich aus. Mit diesem Rund wieder her. Okay, und ein klein wenig Gras. Genau, und da haben wir dieses bisschen Tümpel da hinten und dann sieht das auch schon wieder ganz ordentlich aus. Auch hier können wir wieder ein bisschen Gras drauf machen. Da kann das eigentlich alles so bleiben. Da bin ich völlig fein mit. Das muss jetzt hier nicht zu... Na, je nachdem, wie da Gebäude noch hinkommen. So, hier haben wir jetzt die Zisterne stehen. Die muss nicht da stehen bleiben. Die können wir theoretisch, wenn wir wollen, auch wegreißen. Denn da ist jetzt ja eigentlich auch ein bisschen Platz. Ne? Hier kann man alles Mögliche hinstellen. Wir spielen mal einfach alle möglichen Dinge durch. Eine BGA haben wir. Die reicht uns auch. Ne? Die müssen wir dann bloß noch befüllen. Ansonsten gibt es hier eine Schneiderei. Ne? Wenn wir dann mit Schafen arbeiten wollen, wir fangen mal vielleicht einfach an der Ecke auch an. Und sagen, ne, es gibt kleine Schafställe. Aber ich glaube, wenn, dann würde ich wohl eher mit einem großen arbeiten. Und das würde mir dann auch genügen. Wenn ich überhaupt nochmal drüber nachdenken sollte, Schafe zu stellen, ist das, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Und der könnte ganz gut hier hinkommen, ne? Da hätte man dahinter noch Platz für... Ne, der Sense, der wieder alles schweineeng baut. Da hätte man dahinter noch Platz für eine Spinnerei. So in der Richtung. Die kann hier richtig schön in die Ecke, genau. Und eine Schneiderei. Das könnte man sich so hinstellen hier. So. Und dann hätte man den vorderen Bereich... Den müsste man dann irgendwie, aber das gucken wir mal. Ich würde jetzt anfangen, also das hier glätten wir alles durch. Ne, da wüsste ich jetzt nicht, was ich sonst damit machen soll. Das wird jetzt alles hier einmal durchgeglättet. Neu strukturiert. So. Das kostet uns ja auch ein bisschen Kohle. Ich hoffe, wir kommen hin. Ich kann das nämlich gerade überhaupt nicht einschätzen. Naja, wird schon irgendwie passen. So. Sieht so ulkig aus, ne? Aber das ist halt so. So, dadurch, dass wir das Landscaping überall aktiviert haben, kommen wir auch ganz gut zurecht, denke ich. 99, obwohl wir kommen ganz gut hin. Das heißt, wir können das tatsächlich nochmal ein bisschen stärker machen. So. Und auch nochmal eine Ecke größer. Geht das jetzt hier einfach ein bisschen schneller von der Hand. Nach hinten ein bisschen abschüssig lassen. So. Glänzt wie eine Speckschwarte hier. Ja, an den Bäumen geht halt nicht viel. Das ist halt einfach so.
Ah, 20.000 haben wir jetzt hier schon reingepulvert. So, und hier hinten das bisschen, die Ecke, die lassen wir so, wie sie ist. Also, das ist erstmal ganz schick. Und dann, damit haben wir jetzt hier erstmal eine sehr, sehr gerade Fläche. Mit der können wir gut arbeiten, da können wir sicherlich auch gut strukturieren. Ich weiß gar nicht, kostet uns Gras was? Doch, Gras kostet auch was, ne? Wenn ich das jetzt, also zumindest die Fläche. Ja, das kostet in jedem Fall. Deswegen erst bauen und dann sozusagen daneben texturieren. Das wäre der Plan. Okay, also, wir haben das Gebäude von dieser Ostseeküstengeschichte, was ja eigentlich ganz nett ist, aber das Problem hat, dass man dieses Zwischengebäude, das nervt halt. Also so hübsch dieses Gebäude ist, es ist aber nicht wirklich praktisch setzbar. Ne? Im ersten Anlauf von der Ostseeküste war es natürlich eine coole Sache, weil wir, das sieht ja auch witzig aus hier, dass jemand hier drüber gefahren über das Feld. Seht ihr das? Nee, oder? Soll das irgendeine Message an mich sein? Weiß auch nicht so richtig. Kann es noch nicht ganz einordnen. Also irgendwer ist hier ein bisschen komisch gefahren. Na gut, egal. Wir lassen uns gerade ablenken. Also, so schön das hier mit der Halle ist, das funktioniert so nicht. Also werden wir irgendwie anders agieren müssen. So, das holländische Hallenpack funktioniert, vermute ich mal, noch mit am besten. Hier gibt es einen kleinen Werkstatt-Trigger drin. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Und ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. So Grimme Bass ist natürlich auch ein ganz schönes Monster. Und auch nur vorne mit diesem Eingang mag ich ja überhaupt gar nicht. Altes Hofpack, die ist niedlich. Ansonsten gehört das ja auch so ein bisschen dazu. Aber die sind halt sehr, sehr klein. Ne? Ja, das ist so für die Geräte und so. Also das reicht schon, man kriegt das da unter. Aber ja, ich bin mir nicht sicher. Hier vorne haben wir uns ja jetzt dazu entschlossen, dass wir da nichts machen. Hier werde ich jetzt auch nichts daneben stellen. Das macht für mich alles keinen Sinn. Auch hier oben, das lasse ich vom Platz her alles frei. Wir werden hier dieses eine Silo-Ding darstellen. Für die Ballen, dieses Ballenlager, dass wir hier gut rankommen, weil wir müssen das hauptsächlich für den Kuhstall nutzen. Das ist so die Geschichte. Hier könnte man tatsächlich nochmal Bäume wegreißen auf der Rückseite und könnte hier dann Fläche mit nutzen. Ne? Das wäre auch noch eine Option, wo man was hinstellt und vielleicht sogar den Weg hier, den Hof hier in die Richtung erweitern. Dass man sagt, hier ist dann einfach noch ein bisschen Stellfläche. Selbst hier die Bäume können ja eigentlich weg. Das Grundstück gehört ja jetzt alles uns. Da könnte man auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen was mitmachen. Aber ich denke tatsächlich, dass wir ein bisschen was hallentechnisch auf der Seite hier angehen. So. Heißt, das ist alles zu groß und zu teuer. Ja. Ja, es läuft darauf hinaus, dass wir hier in dem Bereich uns bewegen. Ja, das kann man erstmal ganz gut nutzen. Ergo, weiß halt nicht, stellen wir das ein bisschen schräg hier rein? Oder ist das dann doof? Bin mir halt nicht so richtig sicher, ne? So arschgrad ist halt langweilig irgendwie, ne? So kommt man ein bisschen besser ran. Wir haben noch eigentlich die Option zu sagen, man kann alles nochmal wegreißen. So, deswegen würde ich sagen, machen wir mal so. Genau. Dahinter ist noch ein bisschen Luft, das ist auch okay. Und dann könnte man jetzt eigentlich, ja, da kriegt man halt das andere nicht mit rein. Ne? Wenn wir sagen, wir machen hier so eins. Wartet mal, nehmt mal das nochmal weg. Wir können es ja verkaufen. Das ist ja das Schöne, wir können es verkaufen. Es kostet uns nichts extra. Wir haben ja extra die Mod drauf dafür. Das ist, wie gesagt, viel zu groß. Aber die finde ich eigentlich gar nicht so sehr schlecht. Die ist schon ganz schön groß. Da kriegt man auch ein bisschen was drunter. Und da haben wir eine kleine Werkstatt mit drin, was ich ziemlich cool finde. Der eine Baum hier. Ich würde sagen, der stört. Wenn wir den Baum wegkriegen, dann ist die ganze Sache schon wieder um einiges entspannter. Aber unterm Strich kriegen wir dann hier auch nicht so viel rein. Ne? Dann wäre, glaube ich, lieber eine kleine Werkstatt schöner und dann diese Dinger hier rein und dann doch ein bisschen mehr gerade. Oder wir machen hier ein bisschen Platz.
Wisst ihr was, das mit den Schafen können wir auch anderswo machen. Ne? Sonst, wir lassen hier jetzt Hofplatz, da kommen wir gut rein, da kommen wir gut raus. Und wenn wir eine kleine Ecke fahren mit den Fahrzeugen, ist das auch okay. Dann stellen wir lieber jetzt hier den ganzen Krempel hin. Und damit ist gut. Das hier ist, finde ich, tatsächlich auch sehr tief. Ja, wenn wir jetzt mal die ganzen Fahrzeuge uns betrachten, da würden wir zwei Fahrzeuge ineinander bekommen. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt notwendig. Ja, ich glaube, wir boxen uns mit dem jetzt hier irgendwie zurecht. Das kriegen wir hier rein und da stellen wir das Ding jetzt hier hin. So. Und dann bleibt es aber so in dem Ruder. So, und das andere daneben wäre auch cool, ne? Vielleicht so hier. Und das hier daneben. So. Ja, da kommt man zumindest ein bisschen ran. Und so eine kleine hier daneben. So. Sehr schön. Gefällt mir schon wesentlich besser. Ah, und hier vorn. Ist jetzt die Frage. Silo-Erweiterung und sowas alles brauchen wir eigentlich nicht. Wir könnten jetzt hier nochmal eine kleine Werkstatt hinstellen. Da müssen wir nämlich nicht immer irgendwo anders hin zum Reparieren. Werkstattanhänger, der ist auch süß. Egal mit Werkstatt. Ich glaube, die finde ich ganz cool. Die hat irgendwie was. Ja, stellen wir so hier hin. Das passt so. Sieht eigentlich ganz gut aus, denke ich. So. Okay. Perfekt. Dann müssen wir jetzt nur noch ein bisschen texturieren. Bäume dazwischen pflanzen. Ihr kennt den ganzen Spaß, wie das läuft. Heißt also einmal bitte malen. Und dann geht es einmal Richtung Werkstatt. So. Da müssen wir mal schauen. Da würde ich dann wahrscheinlich ein bisschen den Kies und so mit reinnehmen. Hier finde ich eigentlich ganz cool. Das fand ich schon vorher nett, das so zu machen, dass wir hier ein bisschen Gras noch unter der Halle haben. Dass sie so ein bisschen wie halb frei steht. Das finde ich ganz cool. Das sieht man von hinten eh nicht. Das denke ich ganz okay. Ja, und hier? Ja, da muss man dann mal schauen. Ne? Entweder wir sagen dann trotzdem, wir machen hier hinten irgendeine Art Schafstall oder sowas hin. Das muss man uns mal überlegen. Kann ich momentan. Bin ich mir noch tatsächlich ein bisschen unsicher. Okay. Ja, das formen wir dann aus. Können wir vorstellen, hier nochmal so wie so eine kleine Art, so ein kleines Mini-Beet zu machen oder so, wo wieder nochmal ein paar Pflänzchen oder so drin sind. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Okay. So, und da ist die Kohle tatsächlich schon fast wieder weg. Aber das ist okay. Ne? Das haben wir ja, wir haben ja noch auch ein Kreditlimit, was man nehmen kann. Und dafür finde ich das jetzt gut investiert. Da haben wir gar nicht mal zu viel ausgegeben. Das ist eigentlich ganz, ganz nice. So, hier wieder ein bisschen Gras dazwischen. Ja, das geht natürlich jetzt ins Gebäude rein. Habe ich gerade ein bisschen gepennt. Wir müssen eigentlich erst das Gras machen und erst danach können wir mit der anderen Textur arbeiten, so richtig. Wir müssen sie auf alle Fälle mal wegnehmen, denn das sieht grausig aus, wenn hier dieses glitzernde, ne, irgendwie da so
durchguckt. Das gefällt mir gar nicht. Okay. So. So ist eigentlich ganz gut. Und hier ähnlich. Hier, wie gesagt, ein bisschen Gras drunter lassen. Finde ich eigentlich ganz cool. Bisschen Dreck und so. So, auch das hier. Kriege ich hier gar nicht weg, aber okay. Ah, einzelne Strukturen kann man so lassen. So, und hier kann man ja ein bisschen was von dem anderen Pflaster so reinmachen. Hier genau das hier. Das ist eigentlich ganz cool. Finde ich eigentlich ganz nice. So. Okay, genau. Bisschen Schotter noch dazwischen. So. Auch hier. Und eigentlich wäre es ganz geil, wenn auch hier noch ab und zu mal so ein bisschen Gestrüpp durchguckt. Ich tatsächlich gar nichts hinsetzen, ne? Hier diese ganze Ecke, eigentlich alles, was hier vorne ist, ne? Hier ist nur Gras, hier, also hier ist null Detail drin und so. Also hier kommen auf alle Fälle dann auch noch ein paar Bäume wahrscheinlich mehr dazwischen. Denn das gefällt mir so noch gar nicht. Aber deswegen sind wir ja hier, dass wir unseren Hof ein bisschen schön ausgestalten können. Vielleicht noch das ein oder andere Bäumchen, wie gesagt, dazwischen. So. Weiß zwar noch nicht so richtig, ob die dann ganz passen werden, aber werden wir sehen. Werden wir sehen. Mache ich mir jetzt mal noch nicht so einen großen Kopf drum. Okay. Ich glaube, so können wir das erstmal da lassen an der Position. Und dann noch ein paar mehr Sträucher dazwischen. So. Okay. Ja, weil da hinten ist ja auch. Das funktioniert ja. Also es ist ja. Ich glaube, das liegt auch teilweise die Textur und ist halt auch sehr, sehr homogen. Aber so eine Grasecke, das. Also. Macht eigentlich für mich keinen richtigen Sinn, dass das so aussieht. Okay. Perfekt. Wenn wir Bock hätten, Bock haben, können wir theoretisch sogar ein bisschen mit Zäunen arbeiten. So als kleine Grundstücksaußengrenze. Also das Mittelfeld müssen wir mal auch nochmal gucken, ob das dann gut aussieht oder so. So, hier jetzt erstmal dazwischen wieder ein bisschen Gras. Auch dahinter. Zumindest so grob und dann auch noch ein bisschen mit den Büschen auffüllen. Zwischendurch schlägt erstmal der Synchronisierungssimulator zu. Naja, gut, es ist jetzt Montag, es geht so gegen Abend. Ne? Wenn ich so bei mir auf die Uhr schiele, haben wir es gerade 17:34 Uhr. Aber ich muss auf alle Fälle die Tiere noch füttern. Die Tiere am Füttern halten. Viel mehr werde ich dann wahrscheinlich nach der Folge heute auch nicht schaffen. Genau, und dann wird es für die, die das interessiert, zum Ende der Woche hin wird es dann auch noch wieder eine Folge von Spruce Mountain Farms geben. Das ist einfach momentan. Ja, muss ich mir erstmal langsam wieder rantasten, denn ich habe jetzt natürlich trotzdem auch die Woche. Zeitlich ist es nicht so, dass ich jetzt davon überhäuft bin und langsam auch wieder ein bisschen zurückfinden muss. Und dadurch, dass der Mittwochstream ja auch noch dazu kommt, ja, ihr wisst ja, wie das läuft. So, ich glaube, das können wir hier mit Gras auffüllen. Das ist zwar jetzt mal ein bisschen teuer, aber wenigstens wir haben es einmal ein bisschen schick. Und dann können wir immer noch dran rumschrauben. So. Und hier hinten machen wir wieder ein bisschen kleine Sträucher hin. So. Oh, Blümchen. Blümchen sind auch gut. Blümchen mag ich. Okay. Ja. Ne, vielleicht reißt es mich nochmal und dann mache ich dann hier auch eher so und dann stellen wir hier eher nochmal ein Bäumchen hin. Man muss ja auch nicht immer alles voll pflanzen, ne?
glaube, hier können wir den Weg ein kleines bisschen breiter machen. Das ist okay. Und da ist es ja immer sehr, sehr eng hier gewesen. Okay, so finde ich, ist das eigentlich ganz nett. So, hier muss noch ein bisschen Gras hin. Ein bisschen Gras. Ein bisschen Gras muss sein. Ich tue euch das nicht an. So. Es ist so krass, ne, was das ausmacht, wenn man hier ein bisschen so über so die Textur einfach ein bisschen drüber malt, einfach ein klein wenig Gras dazwischen und so. Was so diese Vegetation und so, was das für den Charme ausmacht, das ist echt cool. Das ist wie bisschen wie Kunst, ne? Also man muss eigentlich, krass gesagt, nichts können und kriegt es trotzdem hin, hier irgendwie eine coole Map zu machen. Also, sich die ein bisschen schön zu machen. Das finde ich, ist schon eine coole Geschichte. So, aber hier muss auch ein Baum rein. Da kommen wir nicht drum rum. Da muss irgendwas hin. Ach komm. Und wir haben ja vorne mit dem Kram angefangen. Das ziehen wir jetzt hier so durch. So, und hier die Mitte, wie gesagt, muss man erstmal, würde ich jetzt erstmal ein paar bisschen was von den Gebäuden stellen, bevor wir da weitermachen. So. Okay, so, und jetzt können wir hier sozusagen unsere Geräte reinparken. Da müssen wir mal gucken, was wo reinpasst. Das hier ist ja... Oh, wo es passt von der Größe ganz gut, ne? Da haben wir natürlich noch ein bisschen mehr Luft, ne? Also hier würde gerade bei dem Heuwender würde sogar noch ein bisschen mehr reinpassen. Vor allem Werkstatt hätte ich auch eigentlich gar nicht gebraucht, um ehrlich zu sein. Denn wir haben ja direkt den Shop quasi nebenan. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn hier? Vermutlich muss ich wirklich ein bisschen näher ranfahren. Der Trigger scheint hier drin zu sein, ne? Hinter der gelben Linie. Hier. So, da gucken wir mal, ob das klappt. Nö. Nein, ich will nicht. Muss ich hier auf das Ding drauf fahren? Kann das sein? Naja, so können wir nochmal ruhig. Also das würde für mich jetzt keinen richtigen Sinn machen. Also, beziehungsweise Sinn machen schon. Wäre schon ein bisschen komisch, oder? Okay, das hätte mich jetzt auch stark gewundert, wenn er das als Trigger zählt. Ich würde eher sagen, ich muss schon richtig in die Garage rein oder ich muss ein bisschen weiter vor. Aber mit allen Gerätschaften kommt man da ja auch nicht so richtig gut ran, ne? Oder liegt es daran, weil es angehängt ist? Jetzt steht sie. Reparieren, okay. Was passiert, wenn ich sie anhänge? Kann ich sie dann immer noch auswählen? Ah, jetzt der Traktor mit dran, okay. Da können wir auch mit reparieren. So, lackieren wollen wir nicht. Okay, passt. Kriegen wir alles hin. Hauptsache es funktioniert. Hauptsache es funktioniert und Hauptsache ich fahre mich nicht fest. Wo hängt sie? Nirgendwo mehr. Okay, auch die Seemaschine würde in das Kleine da reinpassen, aber die Seemaschine knallen wir hier drüben hin. Ich denke, das ist eine ganz gute Ecke. Hier ganz am Rand. Sehr schön. So, dann haben wir den Kalkstreuer, den brauchen wir eigentlich gar nicht so weit wegfahren, denn den müssen wir ja einsetzen demnächst. Und hier kommen wir, denke ich, hier rein. Also das ist eigentlich eine ganz coole Sache, wenn wir das hier hinten so reinpacken. Da können wir nämlich... Oh, ich schieb den, ich habe den gar nicht angehangen. Dann können wir nämlich eine Ballenpresse unterm Strich einfach
hinten reinbuxieren, also daneben noch mit reinstellen in die Halle hier vorne. Dann haben wir sozusagen den ganzen Graskram hier drüben drin. Ja, das passt hier gut. Hier gut hin. Gerade die falsche Taste gedrückt. So. Okay, sehr schön. Steht auch gut hier drin. Und wir probieren es mal. Wir stellen mal das Mähwerk in die große Halle. Denn das werden wir auf alle Fälle jetzt erstmal ein paar Tage nicht mehr brauchen. Und das fände ich schon auch cool, wenn das ein bisschen ja, eingeparkt ist sozusagen. Aber... Ah, wobei? Nee, das klappt nicht. Also das können wir auf jeden Fall nicht so da reinstellen, aber das können wir hier hinten reinstellen. Hier passt das gut rein. Einmal hier hinten ran. Na, nicht ausklappen. So. Genau. Und das Frontmähwerk dann quasi andersrum davor. Ist halt immer ein bisschen, ich mag das eigentlich nicht so gern, ne? Wer weiß, ob ich das so durchziehen kann. Aber es ist halt immer ein bisschen aufwendiger. Aber unterm Strich ist es eigentlich auch okay, ne? Ich meine, so aufwendig ist es dann auch nicht. So, okay, haben wir das hier stehen. Dann gehen wir mal drüben gucken, ob wir da noch irgendwie großartig Geräte rumstehen haben. Aber es ist schon verrückt, ne? Was das schon jetzt letzten Endes alles... Ach komm, wir parken die hier auch gleich noch mit ein. Wenn die einmal jetzt hier drin steht, wenigstens einmal dann, dass wir es fürs Foto schön haben, ne? Wird ja dann wahrscheinlich wieder ein Thumbnail geben. Ja, so schnell ändern sich mal wieder die Pläne bei Sense. Das ist halt einfach so, ne? Machen wir heute ein Parkübung mit Sense. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr fein. Okay, dann gucken wir mal drüben. Also, den würde ich eigentlich, für die Milch würde ich ganz gerne hier stehen lassen wollen. Zum Silo verdichten, den Kram können wir eigentlich verkaufen. Das macht keinen Sinn, das zu behalten. Haben wir das nicht eh bloß alles gemietet? Das geben wir jetzt zurück. Denn wir haben uns ja dazu entschlossen, dass wir jetzt erstmal nicht mehr damit arbeiten werden. Das heißt, wir brauchen ein Schiebeschild, was ich bestimmt gekauft habe, genau. Und wir verkaufen. Sehr gut. Okay. So, dann gucken wir mal hier durch. Wir haben ja noch einen Striegel stehen, der kann auf alle Fälle auch noch in die Halle. Den brauchen wir dann direkt nach dem Ansehen vom Weizen. Boah, schön, dass der jetzt hier wegkommt. Ach, es fühlt sich schon ein bisschen gut an, wenn wir mal einmal wenigstens aufräumen können. Weiß, wenn ich es eilig habe, wird das wieder so ein Thema, wo ich dann wieder nichts mehr drauf gebe. Aber erstmal. Ja, theoretisch können wir hier auch noch ein bisschen mehr davor stellen, ne? Aber ich mag das nicht, so Geräte so einzuparken. Bin ich kein wirklicher Fan von. Genau, der Futtermischwagen kann da drin stehen bleiben. Ich vermute ganz stark übrigens, dass wir den Futtermischwagen über kurz oder lang verkaufen und uns oder beziehungsweise zurückgeben und uns einen großen Futtermischwagen holen. Wenn ich mit Ballen spiele, wird das so ein Thema, wo ich glaube, dass das... Ja. Okay. Und da ist jetzt der Punkt... Ballen waren unter Gebäude Silos, ne? Ah, ganz hinter. Paletten- und Ballenlager? Nö. Oder ist doch bei da vorne? Essischer Hof? Multifood Silo? Okay, krass. Ist mir nie aufgefallen. Doch bei da vorne, hä?
Ja, theoretisch die Standardgebäude vorne drin, oder? Nicht doof? Ist das nicht unter Silos? Hier, doch, Ballen- und Palettenlager, ganz vorne unter Silos, genau. Das erste. Ja, ist halt so die Frage, ne? Aber es macht hier am meisten Sinn, das Ding hinzustellen. Hier in diese Ecke rein, dieses Teil. Und dann ist das einmal erledigt. Dann haben wir hier vorne noch ein bisschen Platz, um rumzufahren. Und gegebenenfalls, wir können ja mal gucken, wie waren das mit den Hallen. Aber ich will das ja wieder nicht so eng haben. Ne, wir haben jetzt gerade eben schon so eine Halle gestellt. Ah, die ist schon auch wieder ein bisschen tiefer, ne? Aber die könnte, man könnte. Könnte. Auch hier noch so eine kleinere Halle reinstellen. Aber nee, ich glaube, das wird mir zu eng. Das machen wir nicht. Wir werden hier diese Ballen, die Ballenhalle, die wird hier stehen. Und damit ist das hier auch gut. Dann reicht das hier. Und wegen dem Drescher bin ich mir ja ein bisschen unsicher. Denn der Drescher ist halt das Problem, wenn wir jedes Mal mit dem Drescher von hier drüben... Können ja mal gucken, wenn ich mit dem Drescher hier durchfahre. Ich habe keinen Bock jedes Mal mit dem Schneidwerkswagen und so. Das ist halt so eine Sache, das nervt. Ne? Und ihr wisst ja, das ist mit der Faulheit. Andersrum betrachtet wäre es schon korrekt, wenn wir den jedes Mal reinfahren und dann irgendwie auch wieder einparken können. Denn den brauchen wir ja auch nicht permanent. Naja, wir fahren mal rüber das Ding und dann gucken wir uns das mal an. Wir haben drüben in der Halle eigentlich auch keinen Platz für den Drescher, wenn ich ehrlich bin. Der muss, um es genau zu... Ja, eigentlich muss der woanders hin. Eigentlich ist der hier fehl am Platz, der Kollege. Aber wir müssen uns das mal live anschauen. Ich habe, wir könnten theoretisch sogar das Sägewerk nutzen, ne? Als Stellfläche, weil wir dort ja alles im Direktverkauf haben. Also wenn wir das hier reinstellen, dann kriegt man sozusagen aber nichts anders mehr hin. Ne? Aber wir könnten, oh, wir kriegen auch wahrscheinlich das Ding hier nicht richtig eingeparkt. Das ist ja wieder so ein Ding, oh, ihr seht schon, wo das hier endet. Also das wird wahrscheinlich schon alleine eine mittelschwere Katastrophe, das Teil da einzuparken. Das mache ich wahrscheinlich einmal und dann nie wieder. Ey, da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Das macht so richtig keinen Spaß. Aber dafür klappt es erstaunlich gut gerade. So, wie weit komme ich hinter? Ich glaube, der ist schon ganz hinten, ne? Nicht schlecht. Okay, Schneidwerk eingeparkt. Und Drescher, ja, stellen wir ihn erstmal hier davor. Ich weiß, ich wollte es nicht vor den Striegel stellen, aber dann ist es jetzt einmal hier aufgehoben. Okay, sehr schön. Haben wir das auch aufgeräumt. Ist ja verrückt, dass ich das noch erleben darf. Und solange wie wir kein Mähwerk haben, können wir auch unseren Anhänger noch mit in das andere Teil reinstellen. Und dann kriegen wir hier gefühlt schon wieder fast eine Stunde voll. Ne? Ist keine Livestream-Folge, aber trotzdem schaffen wir es irgendwie so viel Zeit zu verplempern. Aber es musste auch mal wieder sein. Es muss auch mal sein, dass man sich Zeit für solche Dinge nimmt. Also, der Anhänger wird hier wahrscheinlich dann eh nicht in diesem Bereich stehen. Eigentlich macht es keinen Sinn, das jetzt hier irgendwie anzusetzen. Ich glaube, wir stellen unseren Traktor kurz da rein. Einfach fürs Foto. Glaube ich, ist er ganz gut da aufgehoben. Und dann machen wir noch einen kleinen Feinschliff. Und dann passt das auch.
Ja, Traktor ist zumindest sauber, das ist das Wichtigste. Der Rest ist nicht so wild, wenn das ein bisschen schmutzig ist. Und hier müssen wir aber auf alle Fälle dazwischen noch ein ganz klein wenig. Also ich glaube, hier auf alle Fälle muss ein großer Baum dazwischen. Der ist vielleicht ein bisschen sehr klein. Also klein ist er nicht, aber zu klein für diese Ecke hier. Das hier ist, glaube ich, eine ganz geile Kiste hier, das Ding. Der ist richtig schön groß, den können wir hier richtig schön dazwischen buxieren. Ich hätte vielleicht erst Sträucher machen sollen. Ich sehe nämlich nichts mehr. Okay. Ja, das wächst jetzt hier ein bisschen durch. Okay, das ist okay. Ich kann damit leben. Okay, perfekt. So. Und vielleicht noch ein klein wenig. Wie sieht denn das mit dem Schotter hier aus? Das kann man auch benutzen, ne? Schotterdreck. Von allem ein bisschen was. Okay. Genau. Das wächst da so ein bisschen drunter. Ja, und was machen wir jetzt hier? Hier vorne ist so ein Punkt, ne? Ihr seht das, ich bin hier auch permanent drüber gefahren. Ich will, ehrlich gesagt, ganz gerne so ein bisschen so eine kleine Blumendeko-Ecke mit dazwischen haben. Hier ist auch noch Feldfläche dazwischen, sehe ich gerade. Ja. So eine kleine Blumeninsel wäre schon ganz nice, ne? So. Aber wir brauchen auch Platz. Okay. Ich glaube, das ist ganz hübsch. So, und da können wir, wie haben wir das hier drüben gemacht? Da haben wir hier so ein, genau so ein Viereck gesetzt. Und da können wir Deko, Deko, Deko. Waren die nicht hier? Sonstiges? Wir sind schon Haufen. Ah, hier Schwerlastregal, guck mal. Das könnte man auch noch so für Kleinkram irgendwo hinstellen. Da müssen wir mal überlegen, ob wir das dann nutzen wollen. Ne, würde auch hier so hingehen, in so eine Ecke. Und ansonsten haufenweise Deko-Kram, ist ja verrückt. So, Zäune. Zählten nicht die Hecken als Zäune? Doch, da sind sie. Und ja, da müssen wir jetzt ein bisschen rumspielen, denn das ist wieder so eine Sache, das kriegt man ja wieder nicht sauber hin. Machen wir hier mal ein schönes Osterei. Ist ja bald Ostern. Und von daher, das ist mal ein richtig schönes Osterei. Also, Freunde, wenn das kein Osterei ist, weiß ich auch nicht. Okay, perfekt. Genau, noch ein bisschen Struktur hier an der Seite lang. Und damit ist das Ding auch geritzt. Dann machen wir hier noch einen schönen Baum wieder hin. Ne? Ihr wisst ja, wie das läuft. Das darf gerne ein anderer sein. Wo ist denn hier dieser Riesen-Hoshi? Das ist der hier, ne? Nehmen wir uns den hier hin. Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld für einen Baum. Also für einen Baum muss man auf alle Fälle noch ein bisschen Kredit aufnehmen. Unterste Grenze der Verhandlungsbasis. Hier hinten dann tendenziell auch, aber da warte ich erstmal noch ab, wie der Rest dann aussieht. Aber wenigstens so, ne? Zack, Kollege sitzt. Und dann hier natürlich alles wieder schön aufgefüllt. Mit richtig schönen dicken Sträuchern. Aber auch ein paar Blümchen. Blümchen sind auch wichtig. Also machen wir hier einfach auch noch ein paar Blümchen rein. So. Ah, sehr schön. Guck mal. So sieht das doch richtig, richtig hübsch aus. Okay, können wir hier auch noch ein paar. Sehr cool. Eigentlich müsste hier die Hecke hier außen rum, oder? Die sitzt da, aber die war, glaube ich, schon standardmäßig an der Position. Jetzt wird es richtig künstlerisch hier bei mir, Freunde.
Ich muss aber mich auch ranklotzen, ne? Denn Holla die Waldfee, die haben ja einen richtig schönen Park sich in den, auf dem Hof gepflanzt. Also da kann ich natürlich nicht mithalten, ne? Da bin ich hier mit meinem kleinen... Aber wenn wir uns so langsam rantasten mit solchen kleinen Elementen, ne? Das kann man dann ja noch ein bisschen erweitern. Wir können ja dann auch eigentlich hier noch ein bisschen mit den Hecken rumspielen. Ne? So hier in dem Bereich so, so irgendwie. Könnte das schon was werden, ne? Jo. Jetzt verliere ich mich hier tatsächlich noch fast. Zack, bis zum Baum ran, damit das hier wie so ein kleines Ende findet. Und das müsste man dann auf der anderen Seite auch noch machen. Aber ich glaube, das machen wir nicht mehr heute. Denn sonst wäre ich heute wirklich nicht fertig. Ich hätte gerade voll Bock drauf, bin ich ehrlich, aber... Nee. Genau. Und dann füllen wir hier schön mit Blümchen auf. Doch, das ist eine coole Sache. Wir brauchen mehr bunte Blümchen. Bitte Blümchen-Mods in die Mod-Vorstellung, in unseren Mod-Ordner posten, Freunde. Damit wir das Leben etwas bunter machen können. Doch, also das sieht doch mal schick aus, oder? Damit können wir da echt arbeiten. Hier auch ein bisschen Blümchen rein. Jetzt geht's los hier. Oh, da von jedem eins. Und hier sind ja schon, hier stehen ja schon ganz coole Blümchen, ne? Mal hier mal schön so einen schönen Blumenfleckenteppich. Die kriegt man sogar weg, ne? Ach komm, hier stellen wir jetzt noch ein bisschen Zaun hin. Aber nur noch hier. Dann ist gut, dann ist gut. So. Ich habe schon wieder kein Geld mehr. Ach, für Deko muss doch Geld da sein, Freunde. Das geht doch gar nicht anders. Ach ja, ach ja, ach ja. So, Kollision mit anderen Objekt. Da kann ich nicht da rein. Was ist denn das hier? Mich rollen? Das Spiel trollt mich, Freunde. Seht ihr das? Merkt ihr das? Ah, passt auch nicht. Passt nicht rein. Ich kann das da nicht hinstellen. Heißt, da ist Schluss. Das ist natürlich echt schade. Letztes Stück Hecke kriege ich hier nicht mehr raus. Danke. Aber ich kann von hier ansetzen, das ist wenigstens was. Also wie gesagt, ein cooler Zaun wäre wahrscheinlich schöner gewesen, aber... Also nicht schöner, aber auch cool gewesen. Okay, aber so ist das auch eine Sache, ne? So kann man auch damit arbeiten und so sieht das auch eigentlich ganz ordentlich aus, würde ich sagen. Genau, so lassen wir das jetzt hier stehen. Jetzt ist Schluss, Sens. Und ja, ich danke euch auf alle Fälle fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und dann sehen wir uns einfach im Stream bzw. der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.